Um nichts mehr rund um GTA 5 online zu verpassen und generell auf meinem Kanal nichts mehr zu verpassen, drück jetzt auf den Abonnier-Button und auf die Glocke daneben, um auch die Benachrichtigung zu aktivieren. Somit erhältst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder sogar einen Livestream mache. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Justus und ich habe ein neues Video für euch. Wie bestimmt jeder mitbekommen hat, inzwischen ist der Schnee wieder zurück in GTA 5 Online. Ja, ihr habt richtig gehört, der Schnee ist wieder zurück. Falls ihr wissen wollt, was alles neu ist durch dieses kleine Weihnachtsspecial, da klickt einfach jetzt oben rechts mal auf die Infokarte. Aber in diesem Video möchte ich euch erstmal 5 Dinge zeigen, welche wirklich extrem unrealistisch sind, die durch den Schnee in Los Santos vorhanden sind. Schreibt mir doch einfach mal am Ende von dem Video in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Dinge gefunden habt, die ziemlich unrealistisch sind. Aber labern wir nicht ewig rum. Los geht's mit dem Video. An der Stelle muss ich aber nochmal einen riesen Danke an der Stelle an Fisch, jemanden von meinem TS, sagen, der mir geholfen hat, dieses Video aufzunehmen. Link zu ihm ist natürlich in der Videobeschreibung, könnt ihr ja mal abchecken, wenn ihr Bock habt. Aber labern wir nicht ewig herum, sondern fangen endlich an mit dem Video. Als erstes auf meiner Liste habe ich, dass auf den parkenden Autos einfach kein Schnee liegt. Zeigt mir mal bitte einen Wagen, der länger an einem Parkplatz steht, während es schneit. Überall um ihn herum ist Schnee, außer auf ihm. Das ist einfach extrem komisch und auf jeden Fall ein verdienter Platz auf unserer Liste. Dann ist uns aufgefallen, dass am Strand die Leute trotz Schnee immer noch Flipflops und T-Shirts anhaben. Das ist natürlich extrem komisch, die Frauen laufen dann noch mit Hotpants rum und auch mit Tops und so, das ist total komisch. Sogar wenn ihr am Tag dorthin geht, liegen da einfach Leute im Schnee in Bikini und Badehose. Entweder die Bewohner von Los Santos sind extrem abgehärtet oder es ist einfach total unrealistisch. Ich tippe eher auf die zweite Möglichkeit. Anschließend ist uns sogar noch aufgefallen, dass es ziemlich unrealistisch ist, dass noch Blumen blühen, beziehungsweise wenn man in den Boden schießt, Gras und Erde in die Luft fliegt. Klar kann es sein, dass es der erste Schnee ist und dass noch ein paar Blumen da sind und dass die Erde auch nochmal hochfliegt und so. Aber ich habe mal gegoogelt, wann die Rosen zum Beispiel blühen, die ihr jetzt hier im Hintergrund seht. Das soll ja bestimmt eine Rose oder sowas sein, habe ich einfach mal jetzt so gedacht. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Und jedenfalls ist da die Blütezeit laut Google bei dem 1. Mai bis zum 10. Mai in der Regel. Klar, das kann auch mal so einen Monat oder so abweichen, aber nicht so extrem, dass einfach im Winter auf einmal Blumen bzw. Rosen blühen. Punkt Nummer 4 ist auch ziemlich komisch, denn wenn ihr einen Molotow-Cocktail oder Benzin einfach ausschüttet und dieses dann anzündet, brennt dieser einfach im Schnee. Klar kann es sein, aber es kann einfach nicht sein, dass sich die Flamme auch noch ausbreitet im Schnee. Das ist aber nur ein kleiner Punkt, über den wir eigentlich hinwegsehen können. Der letzte Punkt für heute ist auch ziemlich lustig. Wenn ihr nämlich auf eine Scheibe von einem Auto mit einem Schneeball werft, dann passiert einfach dieser nichts. Wenn ihr aber auf die Scheibe der Scheinwerfer werft, dann gehen diese instant kaputt. Dies ist auch sehr unrealistisch, da die Abdeckung der Lichter meist aus Glas ist, wenn nicht aus Plastik. Aber Plastik geht nicht so schnell kaputt wie Glas und eine riesige Glasscheibe soll nicht so schnell kaputt gehen, aber die Lichter schon. Das ist wirklich sehr unrealistisch. Wenn ihr öfter solche Videos haben wollt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Das Hashtag für heute ist Hashtag mehr, wenn ihr öfter solche Videos haben wollt, und Hashtag weniger, wenn nicht. Schreibt mir diese zwei Worte, also eins davon, hoffentlich Hashtag mehr, einfach mal in die Kommentare. An der Stelle will ich dann einfach mal raus. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal den Kanal hier noch mit euren Freunden teilen, damit unsere Community noch größer wird. Auf jeden Fall bin ich damit raus, habt noch mega viel Spaß beim Zocken. Heute Nachmittag kommt noch ein Video mit Dingen, die ihr im Schnee auf jeden Fall gemacht haben solltet. Checkt es dann auf jeden Fall mal ab und damit bin ich raus. Ciao, haut rein, peace.